Hey Mädels! Ja, ich fahre gerade Kreisler. Eine Frau? Ich fahre noch nicht mal um den Kreis, sondern wir fahren nur geradeaus damit jetzt gerade. Ja, wir kommen gerade von der Zulassungsstelle. Und was haben wir heute gemacht? Da ich Freischicht habe, war ich heute zu Hause. Hab den ganzen Tag nur mit der Eier geschaukelt und nichts getan. Frau kann es bestätigen. Dann sind wir mega teuer essen gegangen. Für meine Verhältnisse wenigstens. Bisschen mehr wie Imbiss. Da tut mir immer noch ein paar Manier weh. Aber Entschuldigung, konnte ich meinen Feierabend zulassen. Da seht ihr die Kennzeichen. Ja. Jetzt fahren wir zu meinen Alten, holen den Feuervogel da mal eben weg und gucken mal, ob er noch fährt. Und hier nehmen wir mit nach Hause. Das ist der Plan. Ne? Also jetzt die erste Probefahrt Firebird mit Kennzeichen. Mit Aluplatten vorne und hinten. Aber dafür müssen wir erstmal gruppenprinzipmäßig das Kennzeichen anpassen. Weil das Kennzeichen, was eingetragen ist bei der Karre, ist viel zu groß. Das Kuchenblech. Könntest du vergessen. Total für den Arsch. Und deshalb müssen wir das mal eben anpassen. Wenn es so ist, wie ich meinen Kopf noch habe bei der Kiste, wenn man einen alten Firebird, brauche ich dafür auf jeden Fall eine Wasserpumpenzange. Und Gurkenprinzip. Ganz viel Gurkenprinzip. So, wir machen da mal eben. Bin auch gleich schon da. Jürgen ist gerade hier durch Scheißwetter. Hier ist richtig Sturm und dauerhaft Regen und das mal kein Regen. Man weiß nicht, was kommt. Naja, bis gleich. Ne, Frau? Genießt du gerade Heavy Metal? Metal, Tine. Ja, schön. Ja, prima. Lass das mal stecken. Komm hier, wir gehen zu mir. Passt das Auto viel eher so zu dir. Eindeutig Frauenauto. So siehst du auch aus. Eindeutig Frauenauto. Mit der Frau siehst du auch aus. Ich habe schon die ersten Nieten weggemacht. Ja, hab ich gesehen. Die Nieten, die da auf der Ablage waren, weil das Problem war gewesen, du hast die nicht dass die auseinander, sonst kannst du das vergessen. Das hast du mal löst, sonst geht das ganze Ding ab, feucht ab. Der Dachhimmel ist doch geil, den kannst du doch mit Strasssteinchen drin. Hier, da, die Stilzen sind doch die besten Strasssteinchen. Da sind die schon abgemacht. Mhm. Ja, gewöhnt man sich dran, ne? Ich finde, das ist Tuning. Gut, ich baue mal eben ein Kennzeichen dran, nach Gurkenprinzip. Frau ist noch hier, gegen ihren Willen beeindruckt. Ne? Das ist genau dein Ding, ne? Das ist in Wirklichkeit, schlägt dein Herz für solche Nietengeschichten und so, ne? Glück gehabt. Ich hätte vorher eine US-Version gehabt, da ist die Stoßstange nur von hier bis hier, aber bei der Variante hier passt das so. Ja, geil. Zwei Löcher rein, Kennzeichen ist dran. Weißt du Bescheid? Cherokee hängt jetzt oben im Fall an. Will er da jetzt echt beigehen? Er hat mir irgendwie erzählt, er wollte beim Cherokee immer die Bremsleitung durchgucken nach hinten, weil die ist jetzt geplatzt. So eine Jeep. Cooler Auto. Ja, der kommt irgendwann auch nochmal dran. Der hat aktuell aber keine Batterie drin, weil die Batterie, die ist in dem BMW, den ich Kevin mitgebracht habe. Ich schwöre mal allen noch eine Batterie. So, Licht hier an. Jetzt müssen wir mal irgendwann zum, ja, Baumaschine, wo liegt die denn hier? Können wir auch reinhacken, die Dinger rein, theoretisch. Das geht auch mit der Schraube und dann einmal richtig mit dem Schlag. Dann machen wir so. Alu ist ja nur Alu. Nagel. Nagel. Hier, das ist mein Vatersmalzbier. Nagel, guten Nagel. Eine Niete ist auch stabil am Kopf. Recht auch. Ich niete den mal eben platt. Ah nee, hier. Der ist auch gut. So, Frau, erste Probefahrt mit dir. Und es regnet. Juhu, T-Tops raus. Los geht's, im Regen. Erste Fahrt mit angemeldeten Kennzeichen dran. Scheiß Wetter. Im Wetter haben wir heute echt Pech. Wir haben nur dauerhaft extrem Sturm, sag ich mal. Und so eine Wonne-Wolken-Mix mit zwischendurch Gewitter. Also, weiß ich auch nicht. Gut, fahren wir eben zum Lidl rüber, da hinten einkaufen. Und dann geht das hier weiter. Ist das geschafft? Jetzt habe ich zwei Kaffees. Ein Kaffee ist langweilig. Kann ich den trinken? Ach, danach kann ich den trinken. Das ist auch noch voll. Aber meiner schmeckt besser. So ist das Leben. Ein Kaffee ist was für Schwuchtel. Ja, Frau fährt jetzt. Die wollte unbedingt fahren. Hab ich angeguckt wie so ein Hündchen jetzt gerade. Will ich fahren? Scheiße. Oh, jetzt habe ich die ganze Kacke auf dem Schoß. Nur wegen deinem euren Kaffee. Lidl hatten wir. Wir haben gerade ein Boot gekauft. Richtigen Ozeanriesen. Wenn man die Tür richtig zumachen kann, die Frau. Oh, oh, oh. Sind wir nicht richtig zu.
Ja, echt? Ja. Nicht schlecht, Baby. Aber meinst du zur Lenkung? Ja. Die ist nicht ganz so Buickig, ne? Ja, ja. Bei Buick ist die schlimmer. Aufpassen, das ist Bärfahrwetter. Die Reifen sind steinalt, das sind meine alten Reifen. Ja. Das ist auch sexy. Sag ich doch, ich weiß, was in die Tür auf ist. Lass sie doch so, ob die nicht auffällt, ist alles gut. Der Türstand nehmen müssen wir machen. Lass mich fritte. Aber meinst du, er wieder alte Firebird? Hä? Meinst du, er wieder alte Firebird? Ja. Besser? Weiß ich nicht. Ja, besser schon. Anders. Einer muss es so früher anschmeißen, dann muss es ihn auf 3000 Umdrehungen bringen, direkt nach dem Start und dann liefert er direkt auf Gas. Dann können wir die Gasanlage durch die Gegend braten. Da war der andere halt geiler mit. Weil nichts gesoffen hat, aber dafür hast du keinen Kofferraum gehabt wegen dem Gastank. Angekommen. Das ist fett, das Ding. Schmeiß weg den Scheiß. Genau so. Ah. Hm? Willst du das echt noch wieder haben? Wieso? Ich dachte, ich kann dich behalten. Ja, kannst du auch. Ich will nur einen Schluck. Was ich gerade sagen? Hier. Das ist ja für den Lärmbecher für. Ja, komm, komm, Frau. Ja, geht doch. Habe ich früher im Alltag auch gehasst. Aber das Ding fährt. Da ist noch mal ein Fanpaket im Kofferraum. Aber da kommt wahrscheinlich erst nächste Woche ran. Was für ein Schwung zu machen? Ja, hm? Was, wenn die hängt, ne? Da drin ihre Einschleifspuren dort. Oh, bam! Eigentlich ganz geiler Stunt. Das sah gar nicht mal so scheiße aus. Ja, ja. Wollen wir unser Kind mal abholen? Unser Kind? Haben wir sowas? Ja, muss ich auf dem Bett. Also meinst du, ich habe mich fortgepflanzt? Ja. Ob das gut ist für die Menschheit? Ich weiß das nicht. Weißt du nicht? Nee. Ne? Guck mal, der ist auch zugelassen hier. Na, nee, Karamell ist auch nicht so geil wie das andere Zeug. Achso, das Mülleimer, das ist den Becher runtergeschmissen. Hier, mein Vater hat die Auspuffanlage von seinem Pickup neu gemacht. Die ist genau 2,5 Jahre alt oder sowas. Die ist jetzt schon wieder gar. Das war das Endrohr. Taugt nix, nicht die Bohne. Hat er gemacht, die gleiche Anlage wieder gekauft und dann wieder untergebaut. Wieder für die nächsten 2,5 Jahre. Alles nur deswegen. Hallo. Weiter geht das. Na, Herr? Na, Herr? Na? Na? Was machst du denn hier? Du musst wieder rufen, ich will nicht auf die Bühne. Ich will nicht auf die Bühne.
Geh nicht, du hast die Datenschutzerklärung schon unterschrieben. Mhm. Was ist denn das? Bitch. Eine Schmetterling da unten. Nö, eine Motte ist das. Ja, wenn du das jetzt live auf YouTube machst, bist du ein Mottenquäler. Dann ist vorbei das Leben für dich. Da unten ist ein Schmetterling. Ja, ein Schmetterling-Motte. Kann so Schmettermotte. So, siehst du. Und wieder weg hier. Ja, gut. Darf immer so ein kleines Dings. Ne? Das ist jetzt kein richtiges Schrauber-Video. Aber, ne, ja. Spezial halt. Naja, gut. Ich würde mal sagen, Frau, die ist glaube ich, von der Kiste ganz so begeistert. Die ist da ganz geil drauf. Und gehe ich mal davon aus, die wird die wahrscheinlich öfter so einen Arsch haben wie ich. Deswegen auch MT-Kennzeichen. Max und Tine. Ne? Willst du sonst machen? Wo ist sie überhaupt? Die ist hier irgendwo die Straße runtergebreddert, aber die ist schon wieder weg. Die ist verschollen, die Frau. Naja, machen die Kiste richtig schick hier. Fetten den so ein bisschen ein, schwimmen ein bisschen Fett und schwimmen den ein bisschen ab. Und dann ist das gut. Dann haben wir einen relativ okay Firebird. Einen guten Firebird haben wir immer noch nicht, aber wir haben einen Firebird, der okay ist und der uns nicht unter den Arsch wegrottet. Und dann auch hier, sag ich mal, die Chancen auf den nächsten TÜV hat, im Gegensatz zu der Kiste, die ich vorher hatte. Und das ist schon mal die Hälfte. Das ist schon mal einiges. Die Scheibe weht auch immer durch, ne? Naja, das ist ja der Manta der USA, deswegen machst du so, Scheibe auf, ne? Egal wie kalt das ist, egal wie stark das regnet, egal ob Schneesturm ist, dann machst du deine Mucke ganz laut, haben wir hier eine Mucke, eben Mucke finden. Irgendwie, CD, mal gucken, was ist auf der CD denn drauf? Mein Boot ist gerade hin und her gerutscht im Kofferraum. Titanic. Das ist das Land! Genau so. Der Vollidioten! Da sind so hin. Heimatliebe ist der Staatsverrat. Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten. Wir sind einfach gleich wie ihr. Von hier. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ding. Wie gesagt, da geil wo. Gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall passt der eher zum Gurkenprinzip, ne? Weil gurkiger mit so einem Puffdachhimmel und sowas geht's eigentlich gar nicht mehr. Obwohl, das ist wenigstens wieder eigenermaßen entschärft hier. Zwischen dem hier und meinem Camaro ist folgender. Es gibt zwei Gründe, die vom Fahrverhalten den gleich ganz anders machen. Erstens, er hier, der hat keine Differentialsperre auf einer Achse. Der Camaro, der hat eine Fliehkraftsperre, das heißt, wenn die Reifen durchdrehen lässt, dann sperrt der und dann geht er hinten komplett quer. Ist natürlich auch geil beim Viertelmeilerrennen und sowas, ne? Hat dieser hier nicht. Und ist 24 Zylinder. Da merkt man auch. Aber sonst, was ich dazu sagen, das ist ja gut da. Nach Gurkenprinzip ist das ein Top-Auto. Wenn F-Polizei eine Katastrophe ist, sind die Dinger hier, diese Geschwindigkeitszüge. Wenn du mal schnell wegfährst, kratzt da vorne immer auf. Pass mal auf, oder? Hier auch? Hier ging's noch, der war nicht so steil. Egal, was da ist, die Front kratzt immer auf.
weil die so mega lang gezogen ist. Eigentlich wird er unnötig lang gezogen. Das waren halt die Amis. Die Amis ticken so. Warte auf, jetzt kommt wieder einer. Du musst bei jedem Ding richtig abbremsen. Mit Schritttempo wegfahren. Als wäre das Ding tiefer gelegt bis zum Boden. Und dann kommst du ohne Kratzen überweg. Das sieht schon geil aus hier auf der Auffahrt zum Firebird. Ne? Ich finde, hat schon was. Irgendwie so der Vorstart, so ein rotes Auto. Das ist wieder geil an den roten. Ne? Das Problem ist, das kriege ich im Leben nicht in welchem Farbton nachlackiert. Frau meint, ich soll das schwarz machen, aber das schwarz macht sich auch noch beschissener aus. Dann sieht das so aus wie im Unfall gebaut und hier eine andere Front dran gebaut oder so. Hier ist der Klarlack weg, kannst du vergessen. Boah, das sieht auch ganz gut auf der Auffahrt aus, aber das ist schon wieder was anderes. Bekloppt euch hier, ne? So ein Ding hier stehen, da steht noch ein Käfer, da steht hier noch so ein Ding rum, da steht die Gurke. Was sollen die Nachbarn eigentlich von mir denken? Der hat mir auch alle für blöd hier. Naja, gut, ich beende das Video jetzt. Ist eh zu windig zum Film. Ich muss schon ganz geschickt hier den Wind hier irgendwie austarieren. Ich muss in die Tage die Herkules noch rüberfahren wieder. Ich brauche noch Pedale. Scheiße. Ja, ich muss mal gucken, ob ich ein passendes Pedal finde hierfür. Weil von der Breite her kannst du das vergessen, da kannst du nicht austauschen. Ich habe schon mal gegen getauscht, wie ihr das meintet. Geht auch nicht. Aber läuft die jetzt überhaupt? Mal gucken. Ich kann hier mal eine Probe starten. So, Benzinhahn auf. So. Da sagt die Herkules. Ah, man bedenkt, dass das Ding schon fast 60 Jahre alt ist, ne? Die läuft wirklich gut. Ach ja, ich wollte aber zeigen noch. Dank unserem Treffen Kult am Turm, ne? Ich habe jetzt deinen Namen vergessen, sorry. Fährst du einen Golf 2? Kannst du in den Kommentaren mal schreiben, dann habe ich deinen Namen. ja, es gibt noch was für diesen Motor hier. Warte mal, pass mal auf. Hier, Schutzbleche waren dabei, Kreidler. Aber hier ist noch ein zweiter Motor. Vom Block her auch ähnlich. Mal gucken. Der Grundblock ist derselbe. Aber der gute Dekompressor ist nicht drin, ne? Aber auch nicht schlecht. Kann man nicht so sagen, ne? Schichtel Sachs. Was ist das für ein Typ? Sachs Motor, 50er Motor. 1,25 PS Rennmaschine. 50 Kubik. 47 Kubik. Ja. Was man sich da alles so kriegt. Danke dafür nochmal. Total geil. Weil ich kann auch Teil davon verwenden. Zum Beispiel hier. Das Bremsding hier. Diese Scheibe ist kaputt hier bei mir. Kann ich von denen übernehmen. Dann habe ich das schon mal wieder gut. Und der ganze Motor ist okay. Den kann man noch drehen. Der dreht noch. Der klingt auch nicht ungesund. Deswegen, mal schauen. Da basteln wir auch noch was raus. Ja, sonst habe ich nicht viel im Auto liegen hier. Bisschen Wiedermalz, Restwiedermalz, Handflaschen, Trabinut-Ersatzteile und einen Werkzeugkasten. Mehr brauchst du mit einer Gurke ja nicht. Hier habe ich auch Mappen nicht dabei gehabt. Und Spanngurte. Weil ich hatte ja dann die Jetta-Front auf dem Dach gehabt. Da habe ich ihn aufgestellt. So, gut, ich mache das Feierabend. Legt euch hin. Ich schneide das Video noch eben zusammen hier, ne? Das seht ihr ja dann. Ja, haut mal ein Abo rein oder so, wenn ihr noch nicht hat. Oder haut mal ein Like darunter. Firebird-Projekt wird interessant. Genau wie der Trabi-Taxi wird auch noch interessant. Weil die Gurke bleibt Gurke, wie sie Gurke ist. Aber der Taxi, das wird halt. Ja, das wird schon lustig, definitiv. Aber der Wind ist echt ein Problem. Aber aktuell scheint wenigstens gerade die Sonne. Oh, der war eine Katastrophe hier. Deswegen aber nicht viel aufgenommen. Gut, munter!